Ich bin stets nur ein außenstehender Beobachter. In der Grundschule wurde ich noch gefragt, ob ich mitspielen will. Doch da ich immer abgelehnt habe, fragt mich jetzt natürlich niemand mehr. Da ich sonst nichts mache, schreibe ich fleißig Tagebuch. Das ist mein Hobby. Ich habe keine Träume und keine Ziele. Alles, was ich habe, ist dieses Tagebuch und meine Fantasiewelt. 12.32 Uhr, Klassenzimmer. In der Mittagspause macht Oji wieder eine hämische Bemerkung. 14.05 Uhr, Hausarbeitsunterricht. Satonaka hat sich in den Finger geschnitten und muss ins Sanitätszimmer. Kann mein Handy etwa... Mit diesem Handy-Tagebuch kannst du in deine Zukunft blicken. Das ist unmöglich. Was? Was soll das für eine Zukunft sein? Ist doch wohl klar. Das ist deine Zukunft, Yukitero. Das Ganze ist ein Spiel und du warst als erster siegreich Nummer 1. Kommt den anderen auf die Schliche und lasst sie ihre Dead-End-Meldung erhalten. Und wer die Warnung erhält, der muss unter Aufgebot aller Kräfte dem Tod ein Schnippchen schlagen. Das ist die Essenz dieses Spiels. Im Spiel sind noch die hier versammelten Elf. Tötet, bevor ihr getötet werdet, denn nur so könnt ihr euch den Götterthron sichern. Ich pass schon auf dich auf. Ja. Ich werde alles tun, damit es dir gut geht. Ob du es willst oder nicht, deine Zukunft gehört mir.